Die Bewältigung der Herausforderungen, die uns in dieser Zeit des Wandels auferlegt werden, gelingt nur, wenn wir sie gemeinsam und mit Gemeinsinn angehen. In der heutigen Zeit reden wir besonders deshalb über Gemeinwohl, weil der Einzelne eine starke Gemeinschaft braucht, ohne die er nicht leben, nicht überleben kann. Die Anforderungen, die Herausforderungen auf dieser Welt sind so groß, dass wir eine starke Gemeinschaft brauchen für starke Persönlichkeiten. Und wir werden die großen Fragen, die großen Krisen, die uns umgeben, ob das der Klimawandel ist, der Frieden in der Ukraine, aber auch die Corona-Pandemie, nicht lösen können mit persönlichem Egoismus, sondern nur mit dem Interesse, das uns alle angeht, das uns als Gesellschaft weiterbringt. Wenn es der Gesellschaft gut geht, geht es Unternehmen gut. Und wenn es Unternehmen gut geht, geht es auch der Gesellschaft gut. Und gerade an dieser Schnittstelle von Politik und Wirtschaft spielt die Kammer eine herausragende Rolle. Und nach dem Motto, wer kann, der muss, ist die Handelskammer gefordert, sich in die großen Diskussionen der Stadt einzubringen und damit auch Treiber gesellschaftlicher Entwicklungen ist. Die Handelskammer ist Gesamtinteressenvertreterin von über 170.000 Unternehmen an einem Standort. Da gibt es viele Unterschiede zwischen diesen Interessen dieser Mitglieder. Die zu bündeln, das ist die abgestimmte Meinung dieser Hamburger Wirtschaft. Das ist eben ein wertvoller Beitrag auch zum Gemeinwohl. Und der Handelskammer Hamburg ist diese Orientierung in die Wiege gelegt, weil eben die Mutterorganisation der Handelskammer damals die Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns gewesen ist, die sich per se daran orientiert. Der ehrbare Kaufmann weiß, dass nicht alles, was rechtens ist, auch ehrbar ist. Er übernimmt Verantwortung für sich und andere. Und so liegt es schließlich in Ihrer Verantwortung, sehr geehrte Damen und Herren, mit mehr Realismus und mit mehr Weitblick auf die Welt zu schauen. Wer nachhaltig erfolgreich sein will, nimmt die zunehmenden Unsicherheitsfaktoren frühzeitig in den Blick, prüft kritisch seine Lieferketten und setzt sich für gute und faire Arbeitsbedingungen auch fernab der Heimat ein. Lieber Bürgerinnen und Bürger der Freien Hansestadt Hamburg, ein so breites Netzwerk von zivilgesellschaftlich engagierten Menschen ist für mich der schönste Ausdruck von in Verantwortung gelebter Freiheit und bringt dieser Stadt selbst bei Schiedwetter zum Strahlen.